Verfahren Großer Münchner Herbstpreis. Der Start ist erfolgt. 2200 Meter liegen vor den Kandidaten. Und an der Innenseite ist First Vision schnell auf den Beinen gewesen. Genauso. Und so ist das Feld jetzt Ende der Gegenseite angekommen und wird jetzt gleich in den langen Schlussbogen einschwenken. Sea of Marengo, ganz an der Außenseite, hat sich jetzt auf dem besseren Geläuf außen die Spitze gesichert. Hat jetzt das Kommando übernommen. Kirreal ist zweites Pferd. Wiesenthau dahinter. Und verändertes Bild. Dann First Vision, Invincible Sea, La Yosha an der Außenseite. White Gloria ganz innen an den Rails. Wonderful Starlet dahinter am Schluss des Feldes. Galoppiert Duke of Lips. Und so geht es jetzt dann in Richtung der Zielgeraden. Ja, alles dicht beieinander. Sea of Marengo an der Innenseite mit Kirreal. Wiesenthau ganz außen postiert. Es geht in die Gerade hinein. Kirreal jetzt wieder vorne. Kirreal vor Wiesenthau. Wiesenthau mit Kirreal. La Yosha ist sofort zur Stelle. Aber Wiesenthau geht jetzt nach vorne. Dahinter ist es Kirreal. Kämpft weiter. Dann ist es La Yosha. Invincible Sea wird eingesetzt. Aber vorne marschiert Wiesenthau. Wiesenthau an der Spitze. Jetzt kommt La Yosha. Kirreal lässt sich nicht abschütteln. Aber vorne ist Wiesenthau hier fast schon auf der Siegerstraße, kann man sagen. Wiesenthau ist vorne, Duke of Lips ganz innen, wird noch schnell, aber Wiesenthau an der Spitze, Wiesenthau vor Kirreal und La Yosha innen, Duke of Lips vorne, alles da für Wiesenthau. Wiesenthau gewinnt das Rennen. Kampf um die Plätze dahinter, La Yosha vielleicht hauchdünn vor Duke of Lips und dann war es Kirreal vor White Gloria und dann lange, lange nichts bis zu First Vision, Invincible Sea, Wonderful Starlet, Sea of Marengo und letztes Pferd ist Barina.